Guck mal, was für ein tolles T-Shirt ich mir für unsere heutige Folge angezogen habe. Dieses T-Shirt hat meine Tochter Irina gemacht. Und sie hat darauf geschrieben: Ich hab dich sehr lieb, Papa. Und dann hat sie ihre Unterschrift drunter gesetzt: Irina. Ich habe heute mein Lieblings-T-Shirt angezogen, weil wir heute ein Bild malen werden. Ich habe 3 Töchter. Eine ist mein Liebling, ja, wirklich. Die andere meine Nummer 1. Und die dritte ist meine Favoritin. Ich glaube, genau so liebt uns Gott. Auch wenn wir alle seine Kinder sind und wir so viele sind, liebt er jeden von uns so, als ob er sein einziges Kind wäre. Heute werde ich euch von meiner zweiten Tochter erzählen. Sie heißt Clara und sie ist die einzige in meiner Familie, die gut malen kann. Seht mal, was für tolle Bilder. Das erste ist ein Baum mit 3 Wespen. Da war früher auch noch ein Wespennest. Das hat sie gefunden und hier draufgeklebt. Aber es ist irgendwann abgefallen. Das nächste Bild ist ein Wald mit Sonne und Wolken. Und am besten gefällt mir das Häschen, das durch den Wald spaziert. Das nächste Bild? Eine Vase mit Blumen und Fenster, durch das man draußen eine Landschaft mit Sonne sieht. Hier sehen wir eine Hand, die einer anderen Hand eine Blume reicht. Jetzt sehen wir uns die Bilder mal ganz aus der Nähe an, um die Unterschrift meiner Tochter zu entdecken, die man hier ganz klein sehen kann. Beim ersten Bild und beim zweiten Bild. Beim dritten ist sie ganz winzig, aber sie ist da. Und beim vierten sieht man sie auch, sogar mit Altersangabe. Da steht 10 bis 11 Jahre. Und das nächste Bild? Oh oh. Oh je, warum ist das nicht signiert? Wo es doch so ein schönes Bild ist. Mir fallen nur 2 Gründe ein, warum dieses Bild nicht signiert ist. Grund Nummer 1. Dieses Bild wurde von niemandem gemalt, sondern es hat sich von selbst gemalt. Wenn wir das Bild mit einem Spezialapparat analysieren würden, stellt euch ein riesiges Mikroskop vor, dann könnten wir sehen, woraus dieses Bild besteht. Wir würden Farbpartikel sehen und die Leinwand und die Pinselstriche. Man könnte dann glauben, dass das Bild von alleine entstanden ist, weil der Schöpfer keine Spuren hinterlassen hat, dass es also keinen Schöpfer gibt. Da gab es ein weißes Blatt Papier, wie dieses hier, einen Pinsel und Farbe. Bis eines Tages der Pinsel plötzlich von sich aus sagte: Hey Leute, warum machen wir nicht etwas gemeinsam? Und die Farbe sagte: Klar, mir ist sowieso langweilig. Und das Papier sagte: Okay, ich stelle mich zur Verfügung, dass ihr auf mir malen könnt. Und dann tauchte sich der Pinsel in die Farbe, ohne dass ihn eine Hand führte, und malte ganz von allein ein Bild. Und? Glaubt ihr das? Nein! Die andere Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, ist, dass das Bild von jemandem gemalt wurde, der es nicht signiert hat. Ich glaube, dass dieses Bild von meiner Tochter gemalt wurde, denn es ist in ihrem Zeichenblock und es ist sehr schön. Ich glaube, genau so ist es mit den Bildern, die Gott malt, mit seinen Werken. Er schafft wunderbare Werke, aber er signiert sie nicht gern. Er hat die gesamte Natur geschaffen. Wir alle müssten auf der Stirn oder auf unserem T-Shirt, so wie auf dem hier, Gott stehen haben. Auf jeder Blume müsste Gott stehen, auf jeder Wolke, auf jeder Biene, auf jedem Fisch, auf jedem Löwen, denn Gott hat alles erschaffen. Warum signiert er seine Werke nicht? Ich glaube, Gott signiert seine Werke nicht, weil er bescheiden ist. Er könnte eigentlich alles signieren, denn es gibt keinen Künstler, der größer ist als er, aber er signiert nichts. Trotzdem können wir erkennen, dass er alles gemacht hat und zu ihm sagen: Wow, wow, Papa, das Meer ist dir wirklich gut gelungen. Und wie toll hast du die Wolken gemacht und den Schnee und die Berge, die Tiere, die Vögel, die Fische, die Insekten. Du hast alles großartig gemacht, Papa. Vielen Dank.
Und weil wir seine Kinder sind, hat er uns die Fähigkeit vererbt, kreativ zu sein. Manche machen Musik, andere Bilder, wieder andere Technologie, Bauwerke, Medizin oder Mode. Wir alle können kreativ sein. Und Gott liebt es, wenn wir mit den Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, experimentieren. Wenn Mama und Papa es erlauben, dann schlage ich euch etwas vor. Nehmt ein weißes T-Shirt wie dieses hier und malt darauf, was immer ihr wollt. Und dann schenkt ihr es jemandem, den ihr sehr lieb habt. Das wird euch sicher Spaß machen. Und schickt mir Fotos von euren T-Shirts. Ciao! Alle bisherigen Folgen des Kato-Quiz könnt ihr in dieser Wiedergabeliste ansehen. Unseren Kanal könnt ihr abonnieren, wenn ihr hier klickt. Und wenn ihr diesen Link eingebt, könnt ihr Teil unserer Familie werden. So unterstützt ihr unsere Mission und wir können noch viele weitere Folgen produzieren.